Liebe Zuschauer, es war mal wieder eine bewegte Börsenwoche, die wir da gesehen hatten. Nach einer ordentlichen Vorwoche sah es am Anfang zum Start in die Woche so aus, als könnte der DAX dieses Tempo beibehalten. Dann kam es allerdings zu Gewinnmitnahmen. Das Thema Corona war auch nicht so ganz weg. Ja, der deutsche Leitindex, er bewegt sich im Prinzip somit nach wie vor in diesem Schaukelbörsenmodus. Das sehen wir ähnlich auch bei der Wall Street, denn du hast es angesprochen, wir hatten eine super Vorwoche, wir hatten einen super Montag, Dienstag, Mittwoch dann Gewinnmitnahmen, um dann am Donnerstag aber doch auch wieder einen erstarkten DAX zu sehen. Da ging es wieder über die 12.600 Punkte Marke und letztlich ist es die Hürde der 12.500, 12.550 Punkte Marke, um die der DAX hier, der Markt aktuell mit den Investoren eben kämpft. Aber es gibt eben positive Signale, es gibt aber auch negative Signale und somit ist es so ein bisschen der Kampf zwischen den Konjunkturoptimisten und den Konjunkturpessimisten. Und wir haben innerhalb dieser Woche einiges an Konjunkturdaten bekommen, Industrieaufträge zum Beispiel und Handelsbilanz, die Exporte, ja, die sind schon wieder gestiegen, aber eben längst noch nicht so, wie man das im Vorjahr gewohnt war. Und dann kann man ja alles auch positiv und negativ auslegen. Das merken wir auch bei den Interviews, die wir hier mit verschiedenen Experten auch führen. Auf der einen Seite, wenn man es mit dem Vormonat vergleicht, bei Daten jetzt zum Beispiel aus Deutschland, dann sagt man, okay, wir arbeiten uns raus aus der Krise. Aber wenn man es natürlich mit den Vorjahreswerten vergleicht, dann merkt man, okay, da rappelte es nach wie vor ordentlich Auswirkungen. Dementsprechend also auch dieses Auf und Ab an den Märkten. Das haben wir in den letzten Wochen in einem ähnlichen Muster ja auch immer gesehen. Auf der einen Seite sind da eben diese heftigen Neuinfektionszahlen, zum Beispiel in den USA. Ja. Das macht Sorge, das macht Angst vor neuen Lockdowns. Auf der anderen Seite, die Konjunkturdaten sehen nicht so schlecht aus. Und man denkt sich, ja gut, Lockdown vielleicht nur regional begrenzt. Die Notenbanken stehen bereit, um einzuspringen. Das ist dieses dauernde Hin und Her, was wir auch in der Woche jetzt wieder gesehen haben. Ja, und letztlich haben wir auch Aussagen bekommen, unter anderem von der Notenbankmitgliedern, die gesagt haben, also wir sind nach wie vor da und wir werden das Ganze auffangen. Aber genau daran gibt es eben auch hier und da Kritik, dass sie sagen, ja, wir haben schon ganz viele staatliche Hilfsprogramme gesehen und letztlich, so wie im Vorjahr, läuft es eben noch nicht. Und von daher kommen Zweifel auf, inwieweit das Ganze eben tatsächlich dann auch schon fruchtet. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, die Berichtssaison, sie steht quasi in den Startlöchern. Und dann haben wir immer mal wieder eben auch DAX-Schwergewichte, die ja durchaus glänzen können. Da hat zum Beispiel SAP für ausgesprochen gute Stimmung gesorgt und den DAX auch ein Stück weit mit nach oben gehievt, denn es ist gut gelaufen im zweiten Quartal. Also unerwartet starkes Quartal. Treiber war erneut das Geschäft mit Cloud-Software. Das sind dann natürlich positive Signale, die der Markt dann aber auch begierig aufnimmt. Und überhaupt der Technologiesektor natürlich aktuell absolut im Fokus, denn da heißt es also, diese Technologiewerte, die dann man darunter fasst, Amazon, aber eben auch die ganzen IT-Dienstleister und so weiter, die profitieren von Heimarbeit, denn diese Jobs, die können eben auch in einer Krise mit Lockdowns weitergeführt werden. Wir haben aber Digitalisierung ist natürlich auch ein großer Trend im Moment, bloß wir haben halt nicht so wahnsinnig viele davon im DAX vertretenen Unternehmen, die damit Profite machen. Da ist SAP insofern eben auch mal eine interessante Ausnahme. Und wenn so eine Aktie dann über 7% zulegt, dann gibt das natürlich auch Rückenwind für den DAX. Apropos Rückenwind. Also wir sind nach wie vor im Krisenwährungsmodus. Also Krisenmodus. Und dann gibt es eine Krisenwährung. Ich könnte mir vorstellen, du möchtest auf Gold hinaus. Ah, gut, übernimm's doch einfach. Bei Gold haben wir natürlich immer das Thema, begehrt in Krisenzeiten der sichere Hafen, aber einfach auch durch die Nullzinspolitik der Notenbanken, ja gut, gehen einfach viele Anleger in diesen sicheren Hafen. Man sagt, okay, gib mir jetzt keine Zinsen, ja, aber die gibt es ja sowieso nirgends, also gehe ich doch mal ins Gold. Und dementsprechend der Goldpreis über 1.800 US-Dollar. Wie lange hat man den so nicht mehr? Seit November 2011 und somit ist man dann tatsächlich eben auch ran oder auf dem Weg Richtung Allzeitrekordhöchststände, die bei 1.921 US-Dollar gelegen haben. Also Gold absolut ein Lauf diese Woche. Kein Lauf, mal wieder und eben nicht das fundamentale Geschäft bei Bayer im Fokus, ne? Ja. Bei Gold hatten wir gerade das Thema Rückenwind, bei Bayer ist es immer eher das Thema Gegenwind. Weil vor kurzem erst hatten wir uns auch gefreut, leidiges Dauerthema Glyphosat, die diversen Klagen, die da anhängen. Und da sah es aus nach einem Vergleich in den USA. Aber dafür gibt es jetzt eben Gegenwind. Ein Richter hat Bedenken an Teilen dieses Vergleichs geäußert. Also könnte sein, dass es dann so eben einfach nicht stattfindet. Ist natürlich für die Bayer-Aktie keine gute Nachricht gewesen. Waren keine guten Nachrichten, denn eigentlich hatte man sich ja so gefreut und war auch mit der Vergleichssumme von Seiten der Experten ja auch ganz angetan. Hat gesagt, ja dafür, das kostet Geld, aber eben nicht zu viel, machen wir. Und jetzt dann doch wieder das Thema Glyphosat im Fokus.
was war noch im Fokus? Wirecard mal wieder. Wirecard, in welcher Woche eigentlich nicht? Mal wieder oder aber sagen wir immer noch. Und die Aktien nach wie vor mit einer Berg- und Talfahrt. Man ist unter der 3-Euro-Marke unterwegs. Der Insolvenzverwalter, der hat sich zu Wort gemeldet innerhalb dieser Woche. Und siehe da, es gibt mehr als 100 Interessenten. Ja, für eben das Kerngeschäft als auch für die Beteiligungen von Wirecard. Die Aktie daraufhin im zweistelligen prozentualen Bereich auch mal im Plus. Und vor allen Dingen bei Wirecard North America, die sich ja schon selber zum Verkauf gestellt hatten, sei man schon am weitesten fortgeschritten. Das waren die guten Nachrichten. Aber die schlechten Nachrichten, die reißen bei Wirecard auch nicht ab. Denn der Zahlungsabwickler ist jetzt in den USA auch ins Visier der Behörden geraten. Dabei geht es laut Medienberichten um ein 100 Millionen Euro schweren Fall von Bankbetrug in Zusammenhang mit einer Online-Handelsplattform für Marihuana. Und dann ist jetzt auch noch hier in Deutschland die Staatsanwaltschaft München wieder am Ermitteln oder jetzt am Ermitteln. Da geht es um Geldwäschevorwürfe in Deutschland. Also da ist längst noch nicht Schluss mit Nachrichten von Seiten Wirecards. Also so richtig ja, glücklich wird man da nicht. Und die Ausschläge bei der Aktie natürlich immens. Aber auch da sagen die Experten natürlich alles. Das ist jetzt eine Zockergeschichte. Also da kann man sich natürlich auch die Finger verbrennen. Das muss man ganz deutlich damit dazu sagen. Oh, schön, wenn die Kollegen von den anderen Sendern durchs Bild rennen. Aber wir sind hier alle Kollegen an der Börse. Was gab es noch an der Börse? Die Zahlen der Deutschen Post. Vorläufige Zahlen, auf die man geguckt hat. Das die zweite Aktie Quartal. Gelb, ganz grün. Oh, schön hast du das gesagt. Gewinnanstieg im zweiten Quartal. Das heißt, man blickt auch wieder mit ein bisschen mehr Optimismus und vor allem ein bisschen mehr Gewissheit auf das Jahr, auf das laufende Jahr. Man ist zuversichtlicher, könnte besser durch die Krise kommen als ursprünglich erwartet. Also Online-Geschäft, Expressgeschäft. Die Leute haben bestellt wie verrückt. Das wurde alles geliefert. Ich nehme mich da nicht aus. Ich mich auch nicht. Und von daher, also die Deutsche Post auf jeden Fall sehr positiv unterwegs. Und was auch positiv ankam bei der Deutschen Post, war ja der Mitarbeiterbonus. 300 Euro je Mitarbeiter, weil es eben so gut gelaufen ist. Und dann hat man noch Hauptversammlung bei Daimler. Hauptversammlung bei Daimler natürlich online. Es wurden weitere höhere Kostensenkungen angekündigt. Im zweiten Quartal hat Mercedes-Benz bereits wieder an Boden gut machen können. Das stimmt ganz positiv. Operative Verlust und ein deutlicher Umsatzrückgang im zweiten Quartal wird es geben. Aber es gab eben schon ein starkes zweites Quartal in China. Und da nimmt die Börse so ein bisschen vorweg. Corona hatte dort angefangen. Ja, und jetzt läuft es da schon wieder besser, somit einiges an Hoffnung da. Es gab noch keine präzise Prognose für das Gesamtjahr. Was es aber dann gab am Tag nach der Hauptversammlung, nämlich am Donnerstag, 90 Cent je Aktie Dividende. Immerhin. So, nachdem das schon eine bewegte Woche war, die noch nicht mal ganz zu Ende ist, schauen wir doch mal, was uns nächste Woche zumindest das, was wir jetzt schon wissen, erwarten könnte. Und da merkt man eben auch, ja, die Berichtssaison, sie ist jetzt so langsam schon angelaufen und gerade in den USA mit den großen Banken, da wird natürlich auch einiges Spannendes vorgelegt. Aber nicht nur die großen Banken mit den Zahlen, sondern am Montag, danke, dass du das mit auf die Tafel genommen hast. Man darf ja, ist das Werbung? Nee, es ist persönlich, ne? PepsiCo am Montag mit den Zahlen fürs zweite Quartal. Ich trinke Pepsi für mein Leben gerne. Also, die starten am Montag und dann geht es mit den großen Banken JP Morgan, Citigroup eben weiter, so wie wir das ja letztlich auch bekannt wissen und das bekannt ist, dass die Banken da den Auftakt machen. Das dürfte natürlich sehr interessant sein, wie das zweite Quartal jetzt tatsächlich läuft in den USA. Das Thema Corona ja noch ein bisschen nach Deutschland, wie da die Rückstellungen dafür sind. Aber auch bei uns. Bei uns, aber auch die Hauptversammlung natürlich. Online-Hauptversammlungen, wie im Moment überall, scheint ja eigentlich sich ganz gut etabliert zu haben. Ich bin dann sehr gespannt, wie das in einer Nach-Corona-Zeit dann weitergeht, ob dann die Hauptversammlung da auch einfach, ist ja deutlich weniger Aufwand. Aber das ist ein anderes Thema. Es gibt aber auch keine Würstchen für die Aktionäre. Ja, dann können sie sich aber auch nicht um die Würstchen kloppen, wie auch schon vorgekommen. ZDW. Schöne Szene. Also dementsprechend natürlich Konjunkturindikatoren, da werden wir auch genau hinschauen. Wir haben ja gesehen, also Konjunkturdaten zuletzt aus Deutschland waren jetzt nicht so schlecht. Mit was man es halt auch jeweils immer vergleicht. Verbraucherpreise aus den USA werden wir sehen. Und jetzt gucken wir, was wir dann noch am Start haben. Das ist ja nur Montag, Dienstag. Wir haben ja aber auch noch Mittwoch, Donnerstag und Freitag. Genau. Und am Mittwoch geht es munter weiter mit Konjunkturdaten. Empire State Manufacturing Index, das Fed Beige Book und Alcoa. Früher war es ja so traditionell, Alcoa macht den Auftakt in die Berichtssaison. Das hat sich mit dem neuen Chef erledigt. Die Banken sind meistens vorne weg. Philly Fed Index.
Einzelhandelsumsätze und Netflix, auch die natürlich ein Profiteur der Krise. Man musste ja zwischenzeitlich sogar die Qualität der Videos drosseln. Also das ist schmerzlich. Verbraucherpreise bei uns auch, USA, aber auch bei uns. Also da werden wir noch mal gucken, was macht die Inflation und die Verbraucherstimmung der Uni Michigan. Auch die gibt es nächste Woche Freitag. So, das ist ein Insider. Also. Dann, das ist das, was wir von der nächsten Woche wissen. Was es darüber hinaus noch gibt, berichten wir natürlich im laufenden Programm. Also einfach mal wieder bei uns vorbeischauen und machen Sie es gut und passen Sie auf sich auf. Tschüss. Ciao.